Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Map in der Provinz, unserem idyllischen Landhof. So, in der letzten Folge haben wir uns ja neue Kühe besorgt. Wir haben jetzt insgesamt ja so ein paar schwarz- und braungefleckte. Und haben hier noch auf der Kuhweide auch ein paar Tiere platziert. Den LKW, den ich letztes Mal noch stehen hatte, wo wir die Kühe mit transportiert haben, der war ja nur zur Miete. Und bedeutet, den habe ich wieder zurückgegeben. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Tiere natürlich mit ausreichend Futter versorgen. So, bedeutet, die brauchen was zu essen. Das heißt, ich habe hier schon mal einmal umgeparkt hier, den großen Fendt. Und da fahren wir jetzt ran und werden erstmal Gras umlagern. Den brauchen nämlich Gras. Das heißt, dafür brauchen wir Gras. Für unsere Schafe brauchen wir Gras. Wir haben jetzt noch 130.000 Euro auf Uhr. Wir müssen auch irgendwie die Silage aus dem befahrbaren Silo bekommen. Was wir da machen, das schauen wir uns gleich an. So, ich befülle jetzt hier erstmal mit Gras. Wir haben noch 149.000 Liter. Die Schafe sind meiner Meinung nach erstmal gut versorgt. Und ich glaube, wir können auch schon wieder Gras mähen. Und werden uns dann noch ein großes Feld gönnen, wo wir dann ausschließlich uns mit der Gras- und mit der Heuherstellung beschäftigen werden. Nochmal zusätzlich. Nämlich daran soll es nicht scheitern. So, müssen wir noch weiter Silage erstellen. Wir haben jetzt 47.000 Liter drin. Das heißt, ich schaue mal gerade. Jetzt müssen wir erstmal alles anfahren hier, um zu schauen, inwieweit das Ganze funktioniert. Ich glaube, die Feeding-Geschichte, die war, glaube ich, müssen wir gleich mal kurz gucken. Also, wenn wir hier durchfahren, durch das Tor hier rechts, da gibt es Stroh. Hier ist die Abladestation. Das heißt, wir müssen einmal den Kuhstall versorgen und einmal die Weide. So, das heißt, wir packen jetzt hier letztendlich Gras rein. Jo, das sieht schon mal gut aus. So, das werden wir jetzt hier einmal abkippen. Mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Ich denke mal, wir werden nicht alles brauchen. Hoffe ich zumindest. Wobei, Kühe sind echt sehr, sehr... Boah, da geht einiges rein. Wir gucken mal kurz hier in die Anzeige. Oha, doch, wir brauchen einiges. Brauchen wir alles? Gucken wir mal. Ja, fast 40.000 Liter brauchen wir hier. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Na gut, das reicht. 46.000, das heißt, so eine Füllung reicht hier. So, ein bisschen ist immer ein kleiner Rundungsfehler, das geht immer weg. Das heißt, wir werden jetzt hier auch wieder was abfüllen. So. Machen das Ding noch einmal voll. Zack. So. Und schon haben wir nur noch gleich knapp 60.000 Liter. Das geht echt ratzfatz. Aber wenn die einmal versorgt sind, da reicht das auch erstmal. Ich glaube, immer für 10 Tage, glaube ich, reicht das immer. Im Endeffekt, aber wir müssen natürlich immer gucken, dass die im grünen Bereich bleiben. Sodass die natürlich dann auch sehr, sehr viel Produktion haben. Ne? So, jetzt fahren wir nochmal hier an unsere Kuhweide ran. Und dann werden wir gleich dann zu unserem Silo fahren und dann Silage überladen. Wie wir es überladen, das werdet ihr dann gleich sehen. So, jetzt fahren wir hier auch nochmal ran. Kippen das dann hier ab, soweit ich weiß. Ne, ist das richtig? Ne, es scheint nicht richtig zu sein. Das ist von der anderen Seite. Ach nee, da hinten glaube ich, ne? Das ist Wasser hier. Ah, müssen wir doch von der anderen Seite. Habe ich mich vertan. So. Ah, guck mal, das Gras ist nämlich auch schon wieder fertig. Ich glaube, das können wir auch bald schon wieder... Ah ja, hier kommt Gras rein. Okay, da ist der Grasträger. Das ist auf jeden Fall ausreichend Platz. Wir fahren mal hier kurz rum. Ein bisschen näher ran hier. Ob das dann passt, ja. So, Gras wird jetzt hier abgeladen. So, ist, glaube ich, leider keine Animation. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. So, gucken wir uns auch mal hier an. Genau, das füllt sich auch langsam. Und Sauberkeit ist immer noch gegeben. Sauber machen müssen wir natürlich auch noch. Damit wir dann auch die Produktivität stabil halten.
So. Das müsste jetzt auch gleich voll sein. Gucken wir mal kurz. Ja, 46.999. So, da fahren wir jetzt hier einmal raus. Und den parken wir erstmal in der Ausfahrt, denn wir müssen jetzt eine große Parade machen. Wenn jetzt mit ein paar Gerätschaften zu dem jeweiligen Silo fahren, wo die Silage ist. Ich parke den erst einmal hier. Denn wir brauchen auch neue Gerätschaften, um das Ganze umzuladen. Hier habe ich schon mal drei jeweilige Fahrzeuge platziert. Und jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen was einkaufen. Denn wir brauchen einmal, brauchen wir für die Tierhaltung einen größeren Tank. Ich würde sagen, da passen 8.000 rein. Hier passen 7.300. Macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Noch einen zusätzlichen zu kaufen. Wobei, was ist denn der große? 32.000. Aber hiermit können wir auch Milch transportieren, ne? Das heißt, so ein Teil brauchen wir zwangsläufig. Das heißt, das kaufen wir uns jetzt einfach mal. Das kostet 25.000. So, dann werden wir uns noch ein Förderbandsystem gönnen. Und zwar einmal hier diesen Lizard. Zack. Damit werden wir dann gleich die Silage umladen auf den Kipper. So, das haben wir gekauft. Und dann brauchen wir noch hier ein Förderband, das ist einmal für die Aufnahme vom Boden und das ist einmal hier für das Überladen. Der kostet 38.000. Ist zwar, ich weiß nicht, sollen wir uns das kaufen oder wollen wir uns das große Teil eher mieten? Guck mal, das kostet 1.900. Ja, wobei, gute Frage. Pro Arbeitstag, pro Arbeitsstunde, müssen wir mal hochrechnen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich dafür brauche. Das 5.000 Teil, aber das 38.000. Ja gut, wir können es immer wieder verkaufen. So, kaufen wir erstmal. Jetzt haben wir noch 62.000. Mit der nächsten Ernte geht es ja dann wieder hoch. So, jetzt haben wir verschiedene Sachen hier. Die werden wir erstmal mal anhaken. So, bedeutet, wir werden einmal den hier... Da werden wir das große Teil mit transportieren. Der kommt ganz nach hinten. Mit dem hier werden wir das... den neuen Wassertank oder Milchtank, je nachdem, wie man es halt nennen möchte, transportieren. So. Das heißt, mit dem Teil fahren wir einfach mal gleich hier hinterher. So, der fährt vor. Ich parke den mal hier. So. Dann nehmen wir uns den Kleinen hier. Der nimmt das Kleine. Dieses Förderband, was vom Boden aufnimmt. Und dann nutzen wir wieder die Follow Me App. App, Leute. Mod. Wie komme ich denn immer auf App? Ich weiß es auch nicht. So. Das Ding kommt hier dran. So. 25 Meter, das sollte reichen. So, und der nimmt das große Ding. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu nah dran hier, aber ich glaube, das müsste passen. Muss gleich mal ein bisschen tricksen hier. Na komm. Müsste passen. Und der fährt dann hinter dem her. So, das heißt, der hat Abstand 40. Auch der berechnet das sogar schon aus, ne? Die Breite jetzt, glaube ich, komplett, ne? So wie das aussieht. Cool. Das ist ja nicht schlecht. So, und dann würde ich sagen, und umleuchten an. Alle an. Jo. Und dann kann sie losgehen, die wilde Fahrt. Auf geht die Fahrzeugkolonne hier Richtung... Folgen die mir alle? Jo. Richtung Hof. Den werden wir hier lassen. Am jeweiligen Hof. Gucken wir, ob alle mitkommen. Kommt der da auch rum? Jo, das sieht gut aus. Ach, guck mal, das sieht cool aus. So, Fahrzeugkolonne... Einmal quer durchs Dorf hier. So. Ich weiß noch, wie ich mir einen abgebrochen habe mit Follow Me hier im Livestream. Das war schon peinlich. Aber naja. Man lernt ja nie aus, ne? Man muss sich erstmal ein bisschen ausprobieren und auch mit CP. Da gibt es so viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Die ich auch einfach, glaube ich, erstmal noch nicht verstehe oder CP das einfach noch nicht kann. Sei es drum. So.
fahre jetzt einfach mal hier bis in die Richtung hier. Dann halten wir jetzt einfach mal an. So. Warten wir, bis der Kollege da ist. Die sind auch da. Super. Dann nehmen wir den hier mal raus. Und den nehmen wir auch erstmal raus. So. Dann fahren wir mit dem einmal rum hier und machen den Wassertank voll. Und dann können wir dann die Kühe schon mal mit Wasser versorgen. Was ja auch sehr, sehr wichtig ist. So, den nehmen wir hier. So, der wird voll gemacht. Den fahren wir mal hier hinten dran, weil der folgt uns nämlich auch, weil hier müssen wir die Silage aufladen. Der folgt nicht dem, sorry. Haben wir da falsch eingestellt hier. Der folgt dem. Der muss ein bisschen mehr Abstand haben hier. Das heißt, der wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder drauf fahren. Ja. Seht ihr, jetzt schiebt er wieder hier. Das ist natürlich wieder toll gelaufen. Das heißt, das muss ich doch ein bisschen anders machen. Naja, seht ihr? Wieder was falsch gemacht. So, warte mal, den. Da wollte ich eigentlich rein. So, den fahren wir mal ein Stück vor hier. Der folgt mir natürlich. Der hat ein bisschen mehr Abstand. Das heißt, den will ich einfach jetzt mal wieder rausnehmen. Den fahre ich mal kurz beiseite. Ach Mensch. Leute, Leute, wenn einmal alles funktionieren würde, ne? Dann wäre das viel, viel einfacher. So, der hat 30 Meter Abstand. Das müsste reichen. Da fahren wir den mal ein Stück vor hier. So, das passt. Ah, ein Stückchen. Oh, Mist. Oh Mann, ey. Leute, Leute. So, der fährt nämlich dann hier hinterher, weil er nämlich das längste Teil hat. Nein, nicht wer, was ihr denkt. So. Weil der hat ja 40 Meter Abstand. Ja, das sieht auch gut aus. So, und jetzt geht's ab zu unserer Silage. Mit unserer Kolonne. Wir gucken mal kurz, ob alles hier soweit funktioniert. Das sieht gut aus. So, sehr gut. So, auf geht's. Mal kurz eine Karte an hier. Dann können wir gleich mal mit dem Überladen beginnen. Ah, jetzt habe ich schon wieder 4 Minuten verschwendet hier von meiner oder von eurer Zeit. Letztendlich. Vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach mal besser vorbereiten. Ne? Warte mal, das muss. So, jetzt halten wir erstmal hier an. So, jetzt haben wir erstmal die Follow-Me-Geschichte wieder raus hier. So, den lass erstmal hier. Hier kommt auch wieder Follow-Me raus. Zack, den können wir erstmal ausmachen. So, den fahren wir mal kurz beiseite, weil der muss erstmal hier nicht stehen. Der nimmt das quasi jetzt hier auf. Das heißt, den müssten wir einmal hier so platzieren, würde ich jetzt mal sagen.
So, dann haben wir das Teil erstmal platziert. Das können wir ja auch gleich noch, können wir gleich noch einsteigen und dann das jeweilige Teil dann noch soweit fertig machen. So, den packen wir mal hier, weil die Fahrzeuge können wir ja wieder mitnehmen. So. Steigen wir hier mal ein. Ich muss trotzdem einmal F1 anmachen. So, Förderband aufklappen. Und Motor starten. Förderband anschalten. Das heißt, rein theoretisch müsste der jetzt... Ja, so, das Ding haben wir schon mal vor. So, jetzt müssten wir dann das Teil... Das können wir ja bewegen. Hier anhängen. Ich muss mal kurz gucken, welches Teil dann gleich nach oben kommt. Da bin ich mir nämlich immer nicht sicher. So. Das hängen wir erstmal hier ab. So, dann können wir das erstmal wieder ausmachen. Die platzieren wir schon mal wieder, weil mit denen können wir schon mal wieder zurückfahren. Gleich. So. Kann ich hier rein? Ja. So, warte mal. Kurz gucken. Ah, das ist für die Überladung, okay. Das heißt, hier können wir einmal anhaken. Ich hoffe, das klappt soweit. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das sieht aber gut aus. Guck mal. Da können wir das hier oben so schön drauf machen. So, an ist es schon mal. Jetzt müsste der anhalten. Genau. Und jetzt können wir nämlich mit dem anderen da drunter fahren. Und können das quasi hier überladen. So, das heißt, wir haben da Silage. Und können dann so das Silo hier quasi leer machen. Ich gucke, ob das hoch genug ist. Ich hoffe, ich kann das... Na, das ist ein bisschen zu niedrig noch. Müssen wir nochmal ein bisschen höher machen. Kriegen wir es überhaupt höher? Na, verdammte Axt. Mist. Oder? Müsste aber eigentlich passen, ne? Eigentlich. Und uneigentlich? Ich glaube, das müsste passen, ne? Ja, passt. Sehr gut. So, jetzt können wir das nämlich umladen. Das heißt, hier wird jetzt quasi das Ganze umgeladen. So. Oh Mann. Screen hier. Zack. So. Vielleicht machen wir mal von der anderen Seite. Vielleicht sieht es irgendwie ein bisschen besser aus. Ich bin mir da mal so unschlüssig. Ich glaube, von hier ist besser. Ich mache nochmal das Ding raus hier. Dauert natürlich ein bisschen, bis das umgeladen ist. So. Das haben wir fertig. Das heißt, den können wir beispielsweise schon mal da vorne hinstellen. Da machen wir gleich wieder eine schöne Parade hier. Und fahren dann mit dem Fahrzeug zurück, weil das dauert ja ewig. Oh, verdammt, ey. So, den können wir erstmal wieder ausmachen. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder rumspringen hier, weil dann können wir schon mal unsere Kühe letztendlich mit Wasser versorgen. Das sind 8000 Liter. Das machen wir. Die brauchen auf jeden Fall einiges an Wasser. Ich muss mal gucken. Ich glaube, auf der Kuhweide hier vorne, da können wir Wasser hier befüllen, so wie das aussieht. Ich muss mal gucken, wie viel da reinpasst. Ich weiß auch nicht, wie viel die benötigen. Ich glaube, das war hier, ja. So, gucken wir mal, wie viel das ausmacht. Das ist nämlich unser Brauen. Oh, da muss einiges rein. Ich glaube, da hätte ich mir doch lieber den großen holen sollen, wa? Mann, Mann, Mann. Ja, wobei, nee, warte mal, wir gucken gleich, wenn es voll ist. 8000 Liter, ich denke mal so fast... Ja, nee, das geht, das geht. Das sieht gut aus. Das ist sogar voll, aber nicht ganz. Machen wir aber voll. So, das heißt, wir drehen jetzt einmal hier, fahren einmal hier über das Stück. Hier können wir auch noch irgendwas platzieren. Mal gucken. Vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein oder ihr habt eine Idee, was wir da vorne auf der Grasfläche dann noch machen können. So, ich muss mal kurz gucken. Fahren wir wieder runter. Drehen hier. Und machen nochmal voll. Das heißt, wir müssten ja so zweimal auf jeden Fall hier nochmal hin und her fahren.
So, der lädt ja hier. Der ist auch noch beladen. Können wir mal ein Stück vorfahren. Das sieht auch noch mal ganz cool aus, ne? Na, mal gucken, welches Screen ich nehme. So. So, der ist gleich wieder voll. Das heißt, da können wir gleich wieder weiterfahren. Habe ich den jetzt ausgemacht? Nein. Wir wollen ja keinen Sprit verschwenden. So, wo ist er? Da. So, nächste Runde. Das heißt, wir können jetzt auch gleich zu den Kühen am Stall fahren, wenn wir damit fertig sind. Und dann noch einmal voll machen. Und dann sollte das ausreichen. Das heißt, die haben schon mal ausreichend zu trinken und ein bisschen Gras. Und Silage können wir dann hier auch gleich abfüllen. So, Wasser. So, die sind gleich voll. So, das war's. Da fahren wir einmal rum. Hier vorne ist Futter. Ich glaube, Wasser war hier, ne? Water, da steht's. Das ist, glaube ich, die Wassertanks hier, ne? Ja. So, das können wir hier abfüllen. Das sieht auch ganz cool aus. Machen wir mal einen Screen. Wer weiß, wer weiß. So, die haben jetzt... Oh, 4000. Da können wir noch einmal... quasi voll machen. Und dann haben die schon mal ausreichend zu trinken und ein bisschen Gras. Da können sie schon mal ein bisschen drauf rumkauen. Und dann passt das dann. So. Machen wir den einmal voll. Wir gucken mal hier zu unserem... Ah, der ist voll. Okay. Das heißt, da können wir dann gleich jetzt hier mit unserer... mit unseren Fahrzeugen... in der Kolonne... Ah ja. So, zurückfahren, weil wir brauchen ja nicht alle, alle Fahrzeuge hier. So. Das heißt, auf geht's zurück zu unserem Hof. Folgen die mir? Jo. Wer folgt mir? Follow me. Mal kurz gucken. Fahren wir am besten hier runter, ne? Genau. Da sind wir auch reingekommen. Die kommen alle schön mit. Sehr gut. So, das heißt, wir haben auch gleich wieder alle Fahrzeuge direkt am Hof und fahren jetzt hier mal runter. Ich finde das cool. So, dann fahren wir hier über die große Brücke, nicht über die schmale, weil nicht, dass wir da noch hängen bleiben. Beziehungsweise, ich drehe jetzt einfach mal hier. Wir fahren mal einmal im Kreis, weil ich hier einmal wieder falsch abgebogen bin. Nein. Oh Mann, Leute. So. Zack. Ja, den Schafen geht's auch gut. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier einbiegen. Da mal quasi hier Halt machen. So, den nehmen wir auch mal raus. Natürlich wieder für einen richtigen Stau gesorgt hier. Wir fahren mal kurz hier die Fahrzeuge einmal alle weg. Weil die brauchen wir jetzt nicht. So, die können wir einmal kurz hier parken. So. Den nehmen wir auch mal hier weg. So, also den können wir ein Stückchen weiter rüberfahren hier. Oh Mann, ey, was ist denn hier los eigentlich? So, jetzt können wir mit denen einmal hier schon mal rumfahren. Und dann können wir noch den restlichen Wassertank voll machen. Dann werden wir gleich Silage
ausliefern und da haben wir schon mal Silage, Gras und Wasser schon mal für unsere Kühe. Wir müssen dann natürlich noch die totale Mischration herstellen. Und da muss man echt hier ein bisschen aufpassen. So, der liefert aus. Mit dem können wir jetzt rumfahren und liefern Silage ab, weil das brauchen die nämlich auch. Ich bin mal gespannt, wie viel die davon benötigen. Gut, man könnte jetzt auch Heu nehmen. Aber wir haben ja 1,6 Millionen Liter da in dem Bunker. Das heißt, da haben wir erstmal genug. Wenn dann auch nochmal ausreichend Dinge herstellen. Ich guck mal gerade. Das ist Milch. Nee, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir müssen hier rum. Ich glaube, Silage kommt hier rein, ne? Oder? Jo. Silage. Gucken wir mal, wie viel die brauchen hier. Boah, ich glaube, da geht einiges rein. Ich glaube, da geht auch wieder eine volle Ladung rein. Boah, sogar ein bisschen. Ja, ich glaube doch. Ich glaube, das ist von der Anzeige her gleich. Also so fast 50.000 oder vielleicht ein bisschen mehr sogar. Wollen wir gleich mal gucken. So, jetzt gucken wir mal rein. Nö, das passt auch. Das ist jeweils immer eine Ladung. Das ist schon mal nicht schlecht. Das kann man auch gut portionieren. Und so, da fahren wir noch einmal zurück. Dann belade ich das. Da können wir auch gleich noch Stroh einstreuen. Das können wir auch noch machen, wobei ich am Überlegen bin, ob wir das wirklich einstreuen und oder vielleicht dieses Einstreuteil. Ja, verkaufen jetzt nicht, aber vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So, jetzt fahren wir wieder zurück und fahren wieder zu unserem Silo. So, hier wächst alles und gedeiht alles. Das passt auch soweit. Und dann haben wir das auch gleich fertig. Werde ich hier nochmal alles so ein bisschen platzieren. So. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier beides fahren kann. Ja doch, man kann. Ah, nee, jetzt habe ich das wieder weggedreht. Das ist natürlich doof. Das wollte ich natürlich nicht. Das Teil. Kann ich das nicht abhängen? Doch, kann er. So, das heißt, wir steigen mal hier ein. Und hier einfach mal ein bisschen weiter ranfahren. So. Geht das auch? Ja. Das müsste, glaube ich, auch gehen. So, bei dem Teil fahren wir ein Stückchen weiter ran. Ja, komm, Motor starten. Das können wir wieder anhängen hier. So, das müsste passen. Und dann können wir quasi einfach überladen. Sodass wir dann auch noch eine zweite Fuhre hier mit Silage fertig machen. Klappt das? Natürlich nicht. Muss ich da nochmal ein Stück zurücksetzen hier. Verdammt, der nimmt es ja vom Boden auf, ne? Muss ich nochmal ein Stück zurückfahren hier. So, das müsste passen. Ja, ist schon manchmal echt ein Gefrickel hier, ne? Warte mal, wir fahren mal. Kriegen wir das irgendwie so ein bisschen. Was hängt der hier auch noch? Oh Gott, Leute. Wir fahren mal kurz weg hier. Können ja gleich wieder rückwärts ransetzen. So, das heißt, wir müssen das Teil ein bisschen vorfahren. So, das Teil ein Stückchen zurück. Nee, zurück. Das wird da vom Boden aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Ich
Vielleicht ein Stückchen noch vor. Das müsste Boden sein. Dann wieder hier rein. Verbinden. Und dann müssen wir mal gucken. Förderband anschalten. Jo, das sieht gut aus. Ich glaube, ich hätte gerade auch einfach das Förderband einschalten sollen. Ich habe es einfach vergessen. Egal. So, jetzt drehen wir nochmal rum hier. Und dann haben wir es auch geschafft. Wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen Silage hier verkaufen. Wobei, 1,6 Millionen Liter. Ich weiß gar nicht, wie weit wir damit kommen. Wir sollten auf jeden Fall auch ein bisschen was in unserem Lager einlagern. So, das wird jetzt hier umgeladen, Leute. Und ich würde sagen, das war's erstmal wieder hier mit einer Folge zum LS19. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch hier mit den Überladewagen. Und auch die das mit den Kühen und mit den Kolonnen und mit dem Follow-Me-Mod. Ich habe gelernt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.